Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Und zwar für die Woche 22. bis 28. März 2021. Die Kartendecks, das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cagon, das Gilde Tarot von Ciro Marchetti. Dann haben wir das Parot auf Palgen Cats. Das ist von Magdalena Messina und gemalt von Luna Airagi. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bernwied und das Seelenorakel von Alberto Veloldo, Colette Bernwied und Marcella Lobos. Ja, wir schauen uns auch diese Woche an, natürlich zuerst, was astrologisch drin ist, dann kommen wir zu den Kartenlegungen für die einzelnen Sternzeichen. Und wenn es was Neues gibt, findet ihr das am Ende. Und wie immer bekommt ihr auch als Anhang die Vorwoche nochmal mit auf den Weg, damit ihr euch anschauen könnt, was letzte Woche relevant war und was natürlich für diese Woche auch reinwirken kann, wichtig sein könnte. Ja, also vielleicht habt ihr Interesse, schaut es euch nochmal an. Falls Interesse an der Kanalmitgliedschaft besteht, auch da ist immer ein Film hinten dran, dass ihr euch informieren könnt, was da angeboten wird. Alles andere findet ihr unten in der Beschreibung unter dem Video. Da steht auch die Webseite, die E-Mail-Adresse, alles, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und dann starten wir jetzt mit der Astrologie für diese Woche für alle. Ja, interessant, interessant, was wir auch letzte Woche hatten. Es war eine sehr schöne Energie. Schauen, wie es weitergeht. Wir haben Merkur und Uranus, die direkt am 22. ja, für Ideen sorgen, für mögliche Vorschläge, Veränderungen vorzunehmen. Man ist entgegenkommend, nett, freundlich mit Sonne und Venus. Und diese positive Verbindung hält vom 22. bis 30., also noch über diese Woche hinaus. Und gerade genau wird sie am 26. Es ist eine sehr schöne Zeit, um ja vielleicht mit kleinen Gesten anderen zu zeigen, wie sehr man sie schätzt, auch sich beschenken zu lassen, miteinander liebevoll umzugehen. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Wir haben zwischen 23. und 25. März den Merkur, der quer zu Mars steht, und dann ist man sehr geneigt, andere zu kritisieren. Und das aber einzustecken, könnte schwierig werden. Wer hört schon gerne Kritik? Aber wenn du das überlegst, dann solltest du dir vielleicht auch überlegen, ob unbedingt die Kritik sein muss. Ja? Und dann haben wir den Palmsonntag. Und der steht in der Waage. Das fördert wieder, ich sag mal, Freundlichkeit, Ausgewogenheit, Diplomatie, ja, vermitteln, ja. Und ich denke, dass es grundsätzlich eine sehr positive Woche ist, die hoffentlich jeder auch entsprechend positiv nutzt. Und das mit der Kritik lieber nochmal nachdenken. Ja, überleg dir, wie gerne du Kritik hörst, und dann kannst du dir vorstellen, wie gern das jemand anders hört. Schauen wir jetzt, wie das bei den einzelnen Sternzeichen ist. Ich wünsche euch ebenfalls eine schöne, angenehme Woche und bin gespannt. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 22. bis 28. März 2021. Was haben wir für dich? Schöne Glücksmomente im Alltag, das ganze Jahr über, immer mal wieder. Natürlich geht es rauf und runter, klar, Saturn ist ohne Einfluss, aber du bist ja eh pragmatisch und bleibst an den Dingen dran. Uranus sorgt dafür, wie immer, dass du dich ein bisschen mehr darauf besinnst, was für dich ganz persönlich gut ist und nicht nur für andere. Denn wenn es dir gut geht, kannst du anderen viel besser helfen. Neptun sorgt manchmal dafür, dass man so ein bisschen, naja, ein bisschen die Realität aus den Augen verliert. Man fühlt sich geschwächt und man ist empfindlicher und man ist so ein bisschen sensibler, weil man sich auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ausgenutzt fühlt oder weil man zu viel in irgendwelche Dinge oder Menschen investiert hat. Das kommt von Zeit zu Zeit immer mal wieder. Aber du bist dir klar darüber, dass es darum geht, dich selbst aufzubauen. Pluto sorgt für Macht, aber auch dafür, dass man bisweilen ein bisschen zu kritikfreudig ist
und dann natürlich über das Ziel hinausschießt. Das hängt immer mit Mars zusammen, der immer auch dafür sorgt, dass man sich durchsetzen kann oder auch Momente hat, wo es ruhiger ist, je nachdem. Ruhig zu arbeiten und anspruchsvolle und auch konzentrationsstarke Dinge zu erledigen, haben wir hinter uns bis zum 4. März. Und jetzt mit Mars in den Fischen ist es auch relativ ruhig, ja. Also es ist eine ruhige Phase momentan. Wir haben jetzt allerdings die Venus im Widder. Und wir haben da nämlich auch schöne Zeiten in Beziehungen, ja, und natürlich kann man da ein bisschen zu viel hineininterpretieren, wenn man so will. Es kann Liebe auf den ersten Blick geben, aber mit Neptun kann das halt auch mal, naja, zu viel hineininterpretieren bedeuten. Also wenn man sich neu verliebt, was Schönes, kann man aber vielleicht auch sein Wunschdenken auf den Partner, die Partnerin projizieren und dann so ein bisschen, naja, enttäuscht sein. Wir haben auch Merkur, wo man jetzt gerade keine Hektik und keine vorschnellen Entscheidungen treffen sollte in dieser Zeit. Also lieber nochmal hinterherhaken und schauen, was ist dran. Nicht zu schnell sein. Wir haben in dieser Zeit, wo auch Mars in den Zwillingen war, hatten wir jetzt oder haben wir noch ein bisschen diese Nervosität. Man will zu viel auf einmal. Ja, Neptun verwirrt auch bis zum Ende des Monats und man ist ein bisschen fahrig, vorschnell und kann so, wenn man so hektisch irgendwas machen möchte, sich in die Finger schneiden oder über seine eigenen Füße stolpern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir schauen uns jetzt an, was in dieser Woche kartentechnisch so drin ist. Sonnenzeichen ist übrigens auch wieder, was Vitalkraft gibt, aber eben auch so ein bisschen mit den Machtthemen, mit Pluto und so weiter dafür sorgen kann, dass man zu heftig, zu schnell reagiert. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Schauen wir uns jetzt an, wie das so in der allgemeinen Legung in den Karten aussieht. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an, aus Sicht der Karten. Wir sind ja bei der Allgemeinlegung und das bedeutet, wie die Wetterkarte für das ganze Land. Schauen wir uns an, wie die Energien für die Jungfrau in dieser Woche so allgemein aussehen. Und je nachdem, in welcher Situation persönlich du jetzt gerade steckst, kannst du das eine oder andere für dich verwenden. Die Entscheidung, was davon für dich relevant und wichtig ist, musst du natürlich selbst treffen, denn du musst ja auch die Konsequenzen alleine tragen. Wir schauen uns an, was du in dieser Woche von außen, von deinen Mitmenschen erwarten kannst. Wir haben die 10 der Kelche, was wunderbar ist, es bedeutet viel Liebe. Wir haben ja gehört, Liebe ist möglich, ne, machbar, Gefühlsbereich. Nun, du als Jungfrau bist jetzt nicht so die Person, die das so vor sich herträgt mit den Gefühlen, aber wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass du so ein bisschen mehr auch gefühlsmäßig einsteigen solltest, also zeigen solltest, wenn du jemanden magst. Wir schauen mal, wie das in dieser Woche so aussieht und beginne natürlich damit, wie du dich selbst so siehst. Was du dir in dieser Woche wünschst, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was nicht so gut für dich ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist so, wie gesagt, so die allgemeine Energie der ganzen Woche. Wir wollen natürlich die Wochentage auch angehen und dabei ist es ja so, wenn wir eine allgemeine Legung für alle Jungfrauen machen, dass das nicht für jeden am gleichen Tag stattfindet. Also, ich lege die 7 Karten, aber wann das bei dir eintrifft, wirst du dann natürlich merken, wenn es passiert. So, wir schauen uns auch an, wie du in dieser Woche auf deine Mitmenschen, auch bekannt oder nicht bekannt, zugehst, wie du so, welche Energie du so vor dich herträgst in dieser Woche. Schauen wir uns das an. Was haben wir da? Die Jungfrau, ne? 4 der Stäbe. Das ist so nahes Umfeld, Familie, Freundeskreis, also so wirklich dein näheres Umfeld. Du bist sehr häuslich, ich meine vielleicht auch gezwungenermaßen momentan, aber das ist dir wichtig und das ist auch das, wo du aufgehst, wo du dich wohlfühlst, ne, in deinem engeren Kreis. Wir schauen jetzt mal die Wochentage. Wie gesagt, ich lege die 7 Karten hier hin
Und dann schauen wir uns an, was da so los ist. Und du wirst wissen, wenn das eine oder andere bei dir zum Tragen kommt. So, schauen wir uns an. Ja, wie siehst du dich denn selbst in dieser Woche? Wir haben das Ass der Schwerter. Du bist dir über ein paar Dinge klar geworden oder du suchst noch nach Erklärungen. Jedenfalls kann es auch bedeuten, du räumst auf, du mistest aus, du machst klar Schiff. Das Ass der Schwerter ist ein Neubeginn in Klarheit und Wahrheit. Also machst dir auch nichts vor. Das ist auch sehr wichtig, dass man eben wahrheitsgemäß authentisch ist. Sich also selber erkennt, wie man ist und so authentisch auch mit anderen dann umgeht. Dein Wunsch in dieser Woche ist die Herrscherin. Das bedeutet, du möchtest, dass deine Projekte, deine Vorhaben von Erfolg gekrönt sind. Also kümmerst du dich darum. Das ist Grundvoraussetzung, um die Dinge überhaupt am Laufen zu halten. Dein Wunsch ist, dass das eben fruchtbar ist und Früchte trägt, also sich entwickelt und sich verbessert, wächst und gedeiht, könnte man sagen. Hoffnung und Ängste ist die 2 der Münzen. Ja, 2 der Münzen ist immer so abwägen, ist das gut, ist das nicht gut, mache ich das zuerst, mache ich das zuerst. Es ist die Hoffnung, dass man die richtige Wahl trifft und die Reihenfolge eben auch entsprechend erfolgreich funktioniert. Gut für dich in dieser Woche ist die Prinzessin der Schwerter. Das ist eine sehr schnelle Energie. Es ist aber auch eine sehr offene Gesprächsenergie, dass du halt mit den Dingen nach vorn gehst. Sachlich nach vorn gehst. Ne? Es ist aber manchmal auch eine etwas unüberlegte Energie, dass man also schneller spricht, als man denkt und dann vielleicht was rausgehauen hat, was natürlich falsch aufgefasst werden kann. Aber wir schauen mal, du bist sehr schnell unterwegs. Das ist ja auch gut für dich, dass du flexibel reagierst und vielleicht auch schnelle Entscheidungen treffen kannst. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist die mütterliche Energie, sich um Gefühle zu kümmern, auch vielleicht die Gefühle der anderen. Sie ist aber auch bisweilen die Drama-Queen, das heißt, die übertreibt, die zu viel Gefühl reinhängt oder zu empfindsam ist, also zu empfindlich, zu launisch. Wie geht das Ganze aus in dieser Woche? Das Ass der Kelche, und das ist sehr schön. Es bedeutet die allumfassende Liebe, und der Kelch ist immer auch in erster Linie, du kümmerst dich um dich selbst. Vielleicht heißt es auch, kümmere dich nicht so viel um andere, kümmere dich lieber um deine persönlichen Belange, denn wenn es dir gut geht, das hatte ich eben schon erwähnt, dann kannst du auch besser eingreifen, anderen helfen und für Dinge gerade stehen. Was haben wir an den Wochentagen? Da ist das Ass der Schwerter. Das ist deine Energie, Klarheit, Wahrheit und hoffentlich auch von anderen die Klarheit und Wahrheit. Wir gucken uns das ja auch an, wo da irgendwelche Dinge auch unnötig werden oder wo man sagt, ich mache es jetzt anders. Wir haben den Stern, die Wassermann-Energie, dass die Dinge heilen, die eben vorher nicht so gut gelaufen sind. Das kann Gesundheit betreffen, das kann Partnerschaft betreffen, das kann Vorhaben betreffen, Finanzen, alles. Ne? Aber dein Wunsch ist ja auch, dass die Dinge vorangehen, vielleicht auch die Heilung für dich selbst, also dass du dich mehr um dich kümmerst, dass das von Vorteil ist und dass du dann schneller wieder in Schuss kommst, ne? Oder sportlich betätigst, dass du schnell wieder fit wirst. So, wir haben die 9 der Stäbe, da ist diese Karte des Burnout. Das ist so, man gibt nicht auf, man bleibt dran, das ist gut, aber wenn man sich verausgabt und wirklich auf dem letzten Loch pfeift, dann ist das nicht so gut, dann ist es die Burnout-Karte. Ja? Also ist es wichtig abzuwägen, wo lohnt sich mein Einsatz und wo habe ich meine Energien verpufft. Vielleicht in der Vergangenheit und jetzt wird mir klar, da muss ich gar nicht so viel Energie reinstecken, sondern es gilt, da andere Prioritäten zu setzen. Die nächste Karte, die wir haben, ist die 3 der Stäbe. Das ist auch die Karte, wo man über den Horizont schaut, wo man vorausschaut, denkt oder wo man sich weiterbildet, wo man lernt, ja, wo man sich über Dinge klar wird. Das dauert natürlich eine Zeit, etwas zu lernen, braucht immer ein bisschen Zeit. Und manchmal sträubt man sich auch dagegen. Gut ist, dass du vielleicht schnell aufnahmefähig bist in dieser Zeit und das schnell umsetzen kannst. Vielleicht ist ja auch schnelle Energie gefordert, umzudenken oder Entscheidungen zu treffen. Die nächste Karte ist die 7 der Stäbe. Was ist auch eine gute Karte? Es ist die, man hat die Rüstung an, man weiß sich zu wehren. Das muss nicht negativ sein. Es bedeutet einfach, dass man für seine Belange einsteht. Das heißt, dass man auch sagt, hier ist Schluss, da ist die Grenze, bis dahin und nicht weiter. Schlecht wäre das jetzt dramatisieren. Ne? Das wäre nicht so gut.
Das wäre überhaupt nicht gut. Es kann natürlich auch sein, dass ein anderer dramatisiert und du bist dann wehrhaft und sagst, hey, Moment, ne? Weil gut ist ja Sachlichkeit. Die nächste Karte ist die 10 der Schwerter. Das heißt, du kommst über Enttäuschung, Verletzungen, Dinge, die dich gekränkt haben oder Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, gut hinweg. Also du bist über das Schlimmste schon hinaus. Die 7 der Kelche sind Wünsche, das sind Träume, es sind zum Teil auch Illusionen, Dinge, die vielleicht gar nicht so realistisch sind. Und du kümmerst dich vielleicht auch endlich mal um deine Träume, die Dinge, die du verwirklichen willst, die du vielleicht viel zu oft vernachlässigt hast. 7 der Kelche ist natürlich auch, ja, sich mal so klar zu machen, was ist wirklich das, was ich möchte, was ich spüre, was ich fühlen möchte und wo stehe ich da? So, Ass der Schwerter, wie siehst du dich selbst? Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, natürlich für eine Jungfrau in Finanzen genauso wie im Beziehungsbereich. Wir haben die Mäßigkeit, es gilt für dich, Intellekt und Gefühl in Einklang zu bringen, also Logik und Gefühl in einem gesunden Mittelmaß, also das eine nicht ohne das andere. Und das ist gut. Du hast ja hier das Ass der Kelche und hier das Ass der Schwerter. Es sieht so aus, als ob du das gut in Einklang bringen kannst. Die Herrscherin, dein Wunsch. Da haben wir die 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. Also dein Kelch ist gefüllt, der des oder der anderen auch. Und man kann sich wirklich ganz toll austauschen. 4 der Schwerter ist die Ruhekarte in Ruhe. Gut überlegen, vielleicht auch ein Urlaub, ein Kurzurlaub, Ruhephase. Und das kann man zur Zweisamkeit natürlich nutzen. Oder es ist einfach so, dass man anderen vermittelt, dass man sich Dinge überlegen möchte. Ja, beruflich zum Beispiel. Die 2 der Münzen, da ist die 9 der Stäbe, ja, und da ist der Neuanfang mit dem Narren, unbelastet und frei. Auf der einen Seite haben wir die Belastung, auf der anderen Seite nicht. Also es gilt auch da, mit den 2 der Münzen abzuwägen, wo lohnt sich der Einsatz, was will ich überhaupt, ne? Und wie kann ich das realisieren, sodass ich weder da, wo ich mich eingesetzt habe bisher, für großes Chaos sorge und auf der anderen Seite, dass ich selbst nicht zu kurz komme, sondern einen Weg finde, da zufrieden rüberzukommen. Dann haben wir die Prinzessin der Schwerter, wir haben den König der Schwerter. Und wir haben den Ritter der Schwerter nochmal. Also da kommen einige Dinge zusammen. Wir haben den König der Schwerter, der Berater ist, Sachverständiger, Chef, Gericht, Polizist, was auch immer, was für geradlinige Logik sorgt. Also Gesetze zum Beispiel, ne? Behörde, wie auch immer. Es kann auch jemand sein, den du um Rat fragst oder der für dich eine schnelle Lösung herbeiführen kann. Und ich denke mal, dass man da sehr schnell gemeinsam auf einen logischen, analytischen Nenner kommt. Und das ist in dieser Woche gut, was auch immer das bei dir betrifft. Das kann was im Job sein, es kann auch was Behördliches sein oder auch in der Partnerschaft, man findet eine Lösung, ja, unter Mithilfe. So, nicht gut ist die Königin der Kelche und zwar Königin der Kelche nochmal und die 7 der Kelche, die haben wir hier. Das ist nämlich Dinge unnötig aufzubauschen. Die Illusion mit der Königin der Kelche, die auch sehr gefühlvoll ist, dass Gefühle so ein bisschen Überhand nehmen, dass Gefühle so deinen Verstand nach unten drücken. Ja, das kann vorkommen, ist aber nicht besonders gut, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das im Einklang haben. Logik und Gefühl im Einklang. Wenn das durch irgendwas durcheinander gebracht wird, solltest du überlegen, wenn du so starke Gefühle hast und unlogisch und vielleicht auch unrealistisch reagierst, dass du dich da vielleicht zurückziehst, ja, um das wieder für dich erstmal zu klären. Ass der Kelche, Königin der Schwerter. Da ist die Authentizität, die Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich habe da ein bisschen überzogen oder jemand anders hat ein bisschen überzogen. Ich möchte mir selber auch eingestehen, dass ich entweder das verursacht habe oder dass ich da vielleicht auch irgendwas gesagt oder getan habe, was nicht gut war. Ehrlich sein zu sich selbst. Du musst erstmal dir selbst, ich sag jetzt mal, die Realität annehmen. Ja? Ob das jetzt für jemand anderen ist oder so, spielt keine Rolle. Erstmal für dich selbst. Wir haben die 3 der Stäbe und das gilt es eben, wo haben wir sie, 3 der Stäbe hier, zu lernen, dass man eben authentisch sein muss und warten muss, bis man wieder in dem Zustand der inneren Mitte ist,
bevor man dann vielleicht eine Entscheidung treffen kann oder Dinge besprechen sollte. Je nachdem, egal ob jetzt du oder dein Gegenüber jemand da über die Stränge geschlagen hat, gefühlsmäßig, es gilt, ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen, also nicht zu schnell reagieren. Ne? Hier kriegst du was geklärt, hier ist der gefühlsmäßige Überschwall. Ne? Und das wieder in Einklang bringen, braucht ein bisschen Geduld und auch überschaubar. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe da jetzt über die Stränge geschlagen oder mein Partner vielleicht oder der Kollege, wie auch immer. Es hat einen Grund, es hat eine Ursache und vielleicht bin ich auch nicht ganz unschuldig daran. Ne? Wir haben ja auch so diese vielleicht überkritikfreudige Energie, ne? Das kann ja auch sein. Vorwürfe oder eben, dass man zu hohe Erwartungen hat, zum Beispiel an jemanden. Ja? Das kann auch der Fall sein. Wir haben das Ass der Schwerter hier nochmal. Wir haben den Hierophanten, das ist zum Beispiel eine Firma, kann aber auch die Institution Ehe sein. Und wir haben den Eremiten. Man wird sich klar darüber, dass man eine Trennung vollzieht. Das muss keine dauerhafte Trennung sein, vielleicht aufgrund von gefühlsmäßigem Überschwall. Wir brauchen eine Pause. Jeder muss mal für sich überlegen, wo er oder sie steht. Wie gesagt, kann auch ein Job sein, dass man erstmal eine Phase hat, wo man in Ruhe darüber nachdenkt und sich dann auf Augenhöhe dann wieder treffen kann. Die Heilung ist ja da mit der Wassermannkarte, das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn und ein Beginn in Sicherheit und Stabilität, finanziell und auch partnerschaftlich. Also da ist Heilung in Sicht. 9 der Stäbe ist die Karte, dass man eben vielleicht zu viel leistet und sich dabei verbrennt, also die Energien verbrennt. Da gilt es ja, sich klar darüber zu werden, wo es sich lohnt und wo nicht. Mit den 2 der Münzen hatten wir ja das. Und dann haben wir die 6 der Schwerter. Gemach, Gemach, in Ruhe. Und 2 der Münzen, da ist wieder die 2 der Münzen, das Abwägen, wo lohnt es sich und wo macht es keinen Sinn, ja, sich klar darüber zu werden. 3 der Stäbe, Lernphase. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit herstellen und die Situation mit dem Gehängten überblicken. Also sich einen Überblick verschaffen, wo stehe ich, ja, und zwar objektiv. Also nicht nur deine Sicht der Dinge, sondern wie jemand, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Vielleicht hilft da auch der König der Schwerter jemand, der dir einen Überblick verschafft und dir das dann auch sehr objektiv mitteilt. 7 der Stäbe, Knabe der Münzen. Da ist Widerstand, aber geringer Widerstand mit dem Knabe der Münzen und die 10 der Kelche. Da haben wir die Außenenergie, da ist liebevolle Energie drin. Vielleicht für dich ein bisschen suspekt, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit, da dich dem Gefühlsschwall da anzupassen. Vielleicht ist das die Königin der Kelche, die da ein bisschen übertrieben handelt, möglich. 10 der Schwerter ist ja über etwas hinwegzukommen, 5 der Münzen sich zurückzuziehen. Und da ist ja die Veränderung, die Transformation, vielleicht auch vom Rückzug in eine neutrale, ja, Situation. Da haben wir die Illusion, da haben wir den Neubeginn, also man macht sich nichts mehr vor und die Sonne, positive Entwicklung. Also je eher man auf diesen Trichter kommt, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich fühle, ich weiß, wo ich hin will, dann kannst du natürlich in die Handlung gehen und dich mit den Leuten unterhalten, die dir möglicherweise bei deinem Projekt, bei deiner Sache weiterhelfen können, auch innerhalb der Partnerschaft natürlich möglich. Und es gilt da eben nicht so, entweder, also weder zu sachlich noch zu gefühlvoll zu sein. Und das kann natürlich auch, wie gesagt, dein Gegenüber betreffen, dass da jemand übergefühlvoll ist. Ne? Das kann auch stressen. Und ich sehe das hier so gerade so im Bereich nahes Umfeld, Familie oder eben auch Arbeitgeber. Wir haben den Braunbär. Nimm dir eine Auszeit. Ja, du brauchst Zeit, damit zurechtzukommen, dich zurechtzufinden, zu wissen, wo du stehst und wo du hin willst. Ja? Und diese Bedenkzeit solltest du dir nach Möglichkeit erbitten und auch erklären, warum das so ist, dass du dich momentan von diesen ganzen Ereignissen vielleicht ein bisschen überrumpelt fühlst. Ich lese mal vor, was dein Krafttier, der Braunbär, besagt. Es gibt eine Zeit zum Handeln und eine Zeit, um dich ganz auf ein geduldiges und strategisches Vorgehen zu konzentrieren. Wenn der Braunbär zu dir kommt, lässt er dich wissen, dass dir im Augenblick am besten gedient ist, wenn du davon absiehst, hart auf deine Ziele hinzuarbeiten.
Nimm dir stattdessen eine Auszeit, um zu meditieren oder einfach ein Nickerchen zu machen, damit du mit neuer Frische an die Planung dessen gehen kannst, was du als nächstes miterschaffen möchtest. Sondiere das Terrain, gehe in dich und male dir aus, was du in diesem Ozean der Möglichkeiten, der vor dir liegt, unternehmen könntest. Bedenke aber, bevor du in die Planung gehst, dass du schlafen musst, um zu träumen und dich auszuruhen, um mit klarem Kopf eine Strategie zu entwickeln. Wie könntest du zu dem Menschen werden, der du sein möchtest und das erfahren, wonach immer dein Herz verlangt? Die Einsichten kommen, wenn du deine Möglichkeiten auslotest und damit beginnst, deinen Plan zu entwerfen. Wenn du weißt, was du willst, ist das die beste Voraussetzung, um in der nächsten Zeit klug mit deiner Energie hauszuhalten. Jetzt aber gilt es, geduldig zu sein, entspanne dich und komme zur Ruhe, damit du neue Kraft schöpfen kannst. Die Zeit zum Handeln kommt später. Genau das, was dir die Karten eben auch gesagt haben. Es ist nur die Bestätigung dessen, dass du eben die Möglichkeiten auslotest, objektiv daran gehst, dich vielleicht auch informierst, je nachdem, was geht. Und dann natürlich auch sagst, ja, das geht nicht. Und dann wirklich ein klares Ziel vor Augen hast. Jetzt ist die Zeit zu regenerieren. Sich von dem zu erholen, was vielleicht zu viel war, wo du dich übernommen hast, wo du dir zu viel zugemutet hast und wo du jetzt abwägst, was geht nicht oder was ist gesund und was ist nicht gesund, ja, in Bezug auf Übertreibung, ja. Wir haben die Veränderung, wir haben, dass man die ganz vielen Möglichkeiten hinter sich lässt, dass man sich entscheidet und damit auch besser fährt, mit der Sonne natürlich. Dass man sagen kann, ich habe mich jetzt entschieden, welchen Weg ich gehen will und jetzt ruhe ich mich aus, sammle meine Kräfte, um sie dann gebündelt für das einzusetzen, wofür es sich für mich lohnt und wo es auch dann ja, zum Erfolg führt. Und dich begleitet eine liebevolle Energie und da hast du dann die Unterstützung, die du brauchst. Schauen wir uns an, was die schamanischen Orakelkarten für dich haben. Was für diese Woche eben auch relevant ist für dich. Was haben wir für die Jungfrau in dieser Woche? Wir haben der Kolibri, die Nummer 26. Der Kolibri. Schauen wir uns an, was die Nummer 26 besagt und was die Schamanen dir in deiner Situation jetzt raten. Das ist die Seite 72. So, der Kolibri. Die Essenz, obwohl so klein, ist der Kolibri doch ein großartiger Reisender, denn alljährlich pendelt er zwischen Nord- und Mittel- oder Südamerika, um sich am Nektar der Sommerblüten zu laben. Und sein Nest weiß das zarte Geschöpf gegebenenfalls mit aller Entschiedenheit zu verteidigen. Der Kolibri lehrt uns, lieb zu uns selbst zu sein und unseren persönlichen Raum zu schützen. Der Kolibri lädt dich ein, nun zu deiner Heldenreise aufzubrechen, die Anhäufung deiner alten Schmerzen und Verletzungen zu umgehen, geradewegs auf die Blumen zuzusteuern und dem Ruf zu folgen, der leise an dein Ohr dringt. Die Einladung, das Summen, das du da empfindest, ist das Geräusch deiner Kolibriflügel, das dich darauf vorbereitet, ja zu sagen, zu diesem großen neuen Abenteuer. Jetzt ist nicht die Zeit, sich länger mit Dingen aufzuhalten, die schiefgegangen sind. Vertraue stattdessen lieber darauf, dass nun genau der richtige Moment gekommen ist, sich etwas zuzutrauen. Verlass dich darauf, dass dir der Erfolg sicher ist, auch wenn du erst Prüfungen und Herausforderungen bewältigen musst, bevor du dein Ziel erreichst. Wisse, dass alles gut wird, denn auch im Kleinen zeigt sich das ganz Große. Die Medizin. Der Kolibri, dieses machtvolle Wesen, ist gekommen, um dich die Stille in der Bewegung zu lehren, sowie das Vertrauen darauf, dass der süßeste Nektar schon auf dich wartet. Im richtigen Moment nicht zu handeln, kann deine ganze Reise zunichte machen. Wenn dir deine Sicherheit, dein Komfort oder das tägliche Überleben wichtiger sind als die Einladung zur Erkundung des Unbekannten, wirst du schwer daran arbeiten müssen, die Chance, die sich dir jetzt bietet, ein weiteres Mal zu erhalten. Komm zur Ruhe, egal wie hektisch es um dich herum sein mag, und folge dem leisen Stimmchen, das dich aufruft, deine neuen Flügel zu erproben. Okay, also du bist vielleicht auch gerade in so einer Umstellungsphase, Veränderung, ja, die dich dazu einlädt, das, was du bisher schon geleistet hast, als Basis zu nehmen, etwas Neues zu kreieren
oder neu aufzustellen. Also es ist schon ein Stück weit Veränderung in aller Ruhe drin und mit viel Liebe. Und ich denke, dein nahes Umfeld unterstützt dich sehr tatkräftig dabei. Und das solltest du auch sehen. Es gilt, über den Tellerrand zu schauen, sich die ganze Geschichte, das Ganze drumherum anzuschauen, einen Neustart hinzulegen, aber nach der Heilung. Ja? Die Heilung heißt, die Dinge abgeschlossen zu haben oder sich wieder fit zu fühlen und nicht wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen und wie verrückt zu ackern, sondern abzuwägen, wo die Energie wirklich richtig eingebracht ist und wo sie vergeudet ist. Und das ist sehr wichtig, ja. Und du wirst aus dem Schneckenhaus herauskommen, nachdem du die Dinge hinter dir gelassen hast. 10 der Schwerter. Du hast die Suche beendet dann und gehst mit positiver Energie auf ein neues Ziel zu. Und das ist wunderbar. Und ich denke, du hast auch großartige Begleitung dabei. Ja, ich bin gespannt, wie das für dich so passt, wie du das umsetzt, was für dich relevant ist, was du erkennst daraus, was für dich relevant ist. Und vielleicht magst du es ja mitteilen, beschreiben in den Kommentaren, ja, und dich da auch ein bisschen wohler zu fühlen in Zukunft. Ich habe auch einen schönen Spruch für dich in dieser Woche. Ich weiß zwar nicht, wer es geschrieben hat. Es ist aus dem Internet. Glück ist, wenn die Katastrophe eine Pause macht. Das passt, glaube ich, sehr gut. Und lass die Katastrophe ruhig gerne länger eine Pause machen. Nutze die Zeit, deine neuen Ziele aufzustellen. Und wenn es dir gefallen hat hier, mit Erlegungen, mit dem, was du vielleicht auch daraus mitnehmen kannst, dann lass gerne ein Däumchen hoch da. Das hilft mir und zeigt mir, dass es hilfreich war. Ich bedanke mich. Wünsche dir eine wunderschöne, ruhige Woche mit viel Liebe und positiver Entwicklung. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Alles Gute und bis bald. Ja, meine Lieben, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ja, es gibt erstmal die Neuigkeit, dass ich jetzt auch demnächst Mehrwertsteuer abrechnen muss. Das heißt, ich werde ab 1. April, und das ist kein Scherz, ein bisschen die Preise erhöhen müssen. Ich werde das ankündigen und ich werde auch die Preisliste dann rechtzeitig reinstellen, sodass ihr wisst, dass es leider ein bisschen mehr sein muss. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch Mehrwertsteuer und Rechnung mit Mehrwertsteuer erstellen. Ich müsste das eigentlich schon ab März, aber ich mache das ab April für meine Kunden. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, wenn ihr Aufträge abgeben wollt für mich, könnt ihr das noch machen zum alten Preis. Der neue Preis wird ab April bekannt gegeben. Wie gesagt, ich werde das so regeln, dass die Preise jetzt nicht total überhöht sind. Ich werde praktisch die Mehrwertsteuer, die drauf kommt, teilen zwischen euch und mir, sodass eben da nicht so riesen Preise rauskommen, aber es muss halt sein. Ja, meine Lieben, tut mir leid, aber es ist halt so. Das andere, momentan funktioniert das auf der Webseite noch nicht mit dem SEPA-Lastschrifteinzug, also dass ihr automatisch auch Aufträge dort einstellen könnt. Das liegt am Dienstleister, ich weiß nicht, wo es hakt, aber ich kümmere mich drum, aber leider ist das noch nicht passiert. Also ich werde das in naher Zukunft nochmal bekannt geben, wann das dann funktioniert. Und dann wird es vielleicht in naher Zukunft auch etwas Neues geben, das werde ich aber dann bekannt geben, auch einfach, was euch vielleicht auch gefallen wird, was ihr ja mal als Überraschung erleben werdet. Wenn ich es schaffe, mache ich das schon ab April. Ich kann es nicht versprechen, weil das also auch eine zeitliche Sache ist. Aber ich hoffe, ihr freut euch immer mal wieder was Neues zu hören, was so passiert und wie es so aussieht, und könnt mir gerne dazu auch ein Feedback geben. Also ich freue mich auf euch und sage bis bald. Tschüss!